Ja, die will ich auch nicht. Was ist das denn für eine Billig-Scheiße? Was ist denn der Cloud-Puncher? Hast du auch die Munition dafür? Ja, oh, da, liegt er da. Ach, danke. Alter, ich hab voll das geile Visier. Ach Mann. Das sieht voll cool aus. Ist das ein Schnipper? Bitte? Ja, das ist ein Sniper. Guck mal, da kann ich direkt in dich reinzoomen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom und damit auch herzlich willkommen Freedom Squad. Ja! 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 Leute, meine Frau hat mir einen Helm gemacht. Oh, der ist aber auch okay, der ist aber auch extrem geil, muss ich sagen. Ja, ja, ganz genau maßgeschneidert auf mein Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht so, als würde dein Auge dann noch oben so ein bisschen rüberlüpfen. Nein, ich gucke immer von oben auf die Leute, das passt dann. Ja, damit dein Gesicht da unten noch mal zu sehen ist. Ich gucke gerade auf euren Kopf, als wäre ich irgendwie doppelt so groß wie ihr. Ach, den Bug hatte ich auch in einer Folge, du musst reloggen, Manuel. Nö, relogge. Ich finde das geil. Alter, und ihr da ist Cool Maudado. Ja, ich habe Kohle. Oh, krass, ey. Oh, das ist ja ganz schön Kohle. So, warte mal. Ich wollte jetzt ganz kurz mal, wir müssen natürlich jetzt gleich wieder hoffentlich zurück in die Welt. Was heißt in die Welt? Sondern, nein, Manu, nicht mit der Waffe. Sondern wir wollen ja wieder zurück in Burgi. Denn dort warten die Illuminaten auf uns. Ich wollte jetzt eigentlich mal ganz kurz gucken. Oh, warte mal hier. Gibt es hier irgendwas Neues? Was sich alles so getan hat. Vor allen Dingen, ob Fabienne... Ah ja, im Keller. Ja, genau. Hier, was? Guck mal, wir haben jetzt eine Decke. Hä? Nein. Das ist... Die hat er gebaut, während ich geschlafen habe. Ja, ist wirklich verwirrt. So, Manu ist schon völlig aufgeregt. Ja, es geht ja in den Keller, Manu. Es geht ja in den Keller. So, zeige ich mir nach unten. Endlich wieder zurück beim Minecraft-Keller. Ja! Was ist los? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hallo, da ist jemand geflohen. Nee, das oder ist kein... Das ist irgendeine Wache. Alter, wehe, die macht irgendwas. Nur, die guckt nur. Ja, ich werde jetzt... Die guckt doch nur. Nein, die guckt doch nur, Manuel. Nein, er rennt einmal aus rum. Er rennt jetzt einmal komplett. Das sehen wir jetzt. Nur um diese Wache hinzurichten, rennt er einmal komplett außen rum. Hallo, Manu. Du Schwein. Oh nein. Oh nein. So, warte mal, wie geht's denn jetzt? Wo ist Fabienne? Alec? Da ist Fabienne! Hier! Igo! Nein! Ist verheiratet! Nein! Hast du es geschafft? Mit Fabienne! Nein! Warum? Warum? Fabienne! Was? Der, den du gehasst hast. Oh, den ich wegschicken wollte. Der Typ, der so ein bisschen aussieht wie Hitler. Mann, das ist doch nicht... Das ist Fabienne. Ja. Das ist doch wirklich ein Scherz. Ach, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Doch, du hättest fast ihr Schicksal verändert. Diego, Mann. Ja, ach. Ja, schön dich willkommen zu heißen, Diego, in meiner Familie. Schön, ja. Du bist echt intolerant. Wie heißt denn, ich hab mir einfach, das ist meine Tochter, für die will ich nur das Beste. Stattdessen sucht sie sich hier. Den Hitler der Minecraft-Szene. Ja, das kann doch nicht wahr. Das ist doch hier wirklich. Also, meine Damen und Herren, ich bitte euch. Frau Cool, weil selbst Frau Cool hat hier einen krasseren Typ abbekommen und die sieht aus wie ein Autounfall. Das heißt selbst. Ganz ehrlich. Also, Maudado, sorry, deine Tochter sieht echt aus wie ein Autounfall. Diese richtiger Gesichtselfmeter. Hier ist Büffel. Nein. Frau Cool, es ist nur ein Spaß. Ohne Witz. Wir haben gut gelacht. Ich finde sie eigentlich ganz attraktiv. Hallo, ne? Okay. Oh, sorry. Warum bist du so nah an meiner Tochter? Die ist verheiratet. Easy. Ja, sorry. Ja, ja, ich doch auch. Oh, warte mal. Ich wollte doch hier raus, ey. Ja, ich mach die auch. So. Och, Mann, ey. Das hat mich jetzt schon ein bisschen tief getroffen, das Ganze mit Fabienne und Diego, Alter. Aber es könnte ja sein, dass ihm etwas zustößt. Oh nein. Vielleicht ein Unfall. Oh, Diego, Sandfalle. Ach, Mist, schade. Rest in peace. Sandfalle im Keller. Fabienne, such dir eine neue. So, Professor Ende. Was geht jetzt eigentlich ab? Hallo, Paluten. Scheinbar verlief der erste Angriff auf die Illuminaten ganz gut. Ich habe euch aber trotzdem noch ein paar Waffen geliefert. Ihr müsst euch jetzt aber beeilen. Eure kompletten Items liegen jetzt in Burgis Körper rum, weil ihr vor der Teleportation nichts in die Kisten geräumt habt. Also hopp hopp, kämpft euch weiter durch Burgis Körper. Alright, alright. Zeige ich knackig, dann mal direkt hier alle Items weglegen. Und dann geht Pedizzle. Dann gehe ich als erster durch den Teleporter. Ich weiß ja nicht, ob ich euch allen so vertrauen kann. So, komm. Nee, komm. Items weg, Manuel. Achso. Items weg. Warte. Oh nee, meine Brille. Okay. Schön die Items weglegen, ich gehe als erster, Leute. Bis gleich, wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Leute? Da
hinten ist einer. Zombie. Leute, Peace, ich bin es doch. Friede, Freude, Eierkuchen. Hä, wieso seid ihr denn vor mir hier? Das ist nicht der Echte. Wieso? Doch. Ich bin ab, Leute. Nein, Leute. Manuel, ich bin's. Erkennst du mich nicht? Guck mal hier. Ralf. Den erkennst du doch. Manuel. Oh Gott, alleine Harald. Leute, ist der Harald. Guck mal rein, hey. Ich bin nicht Harald. Scheiße, komm. Oh, so. Danke für den Nachtsichttrank. Leute, wo sind meine Kein Items? Problem. Wir haben deine Sachen hier in die Kiste gelegt. Oh. Das die lagen am Boden. Die waren voller Magensäure. Danke. War lecker, hab ich abgeleckt. Gibt's jemand, der gerne mal seine Waffe tauschen würde? Ich hätte ganz gerne mal eine andere. Ja, ich konnte mich dir tauschen. Okay. Ganz freiwillig. Ich hab eine Harpa. Und hier, zack, die Munition. Ja, ich werf dir auch meine Munitionspäckchen zu. Hier meine Kiste. Viel. Oh, vielen, vielen Dank. Wir dürfen auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht vergessen, dass wir die Sachen in die Kisten tun. Warte mal, hier. Oh. Okay, Cloud Puncher. Hier ist noch eine andere Waffe, die GSX drin. Ja, wir wechseln alle mal so ein bisschen durch. Was kann die denn? Die sieht ja mal richtig billig aus. Ich hab gerade eine Schrotflinte und auf Distanz kann ich gar nichts machen. Zack. Bitte mal, gib die mir. Ja, die will ich auch nicht. Was ist das denn für eine billige Scheiße? Was ist denn der Cloud Puncher? Hast du auch die Munition dafür? Ja, da. Liegt er da. Ach, danke. Alter, ich hab voll das geile Visier. Ach Mann. Das sieht voll cool aus. Ist das ein Schnipper? Bitte? Ja, das ist ein Sniper. Oh. Guck mal, da kann ich direkt in dich reinzoomen. So, Leute, jetzt müssen wir uns aber beeilen, meine Damen und Herren. So, warte mal. Hier sind noch Granaten drin. Ja, dann jeder holt sich eine Packung Granaten. Ja. Oh, was war das für ein geiler Sound? Bip, boop. Das hört sich voll nice an. Ja, okay, Leute, okay. Will hier die Granaten? Ja, ich hab meine schon. Ich hab auch von jeder einer. Okay, Squad, vorrücken. Ich hab von allen 50. Go, go, go. Von allen 50. Junge, davon träumst du nachts, Manuel. Ja, tue ich davon auch. Davon träumst du nachts. Oh. Warte mal. Feinkontakt. Hier vorne ist wieder einer. Ja, lock ihn runter. Ah, den rotzen wir weg. Zack, ist er down. Ging aber schnell. Oh, der hat Goldapfel. Oh Gott, vorsichtig. Zombie. Oh. Ja, in uns ist einer. Schieß dich. Oh, lol. Ein Schuss. Vorsicht, ich muss hier so ein bisschen springen. Oh. Alter Schwede. Oh Gott, Vorsicht! Maudado! Maudado, lauf! Ich rotz ihn weg! Hilfe! Okay, ich muss kurz nachladen. Er ist tot. Okay, bleibt erstmal kurz zurück. Items. Okay. Bleibt erstmal kurz zurück, alles easy. Was konntet ihr looten? Ein Goldapfel, das war's. Oh Gott! Oh, da kommt noch einer. Hab ihn. Ich hab hier gebratener Herr Bergmann. Was? Das Stücken, was irgendwann hier gebraucht hat. Ja, Kohlenhydrate und gebratener Herr Bergmann. Meine Leibspeise. Ich will auch. Gebratene. Was sind das denn für kranke Typen? Vorsicht, da oben ist noch einer. Warte mal, ich glaube, den snack ich mal mit dem Sniper weg. Oh. So viel dazu. Ist gar nicht so einfach da. Zack. Oh, snap. Da habe ich ihm den Rest gegeben. Das Piepen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich glaube, irgendjemand hat nachgeladen, oder? Ich glaube, das ist meine, diese Waffe in der Kiste, diese Pistole hat irgendwie gepiept. Ach so. Oder warte? Hier waren doch. Hier kamen die Dudes doch her von hier oben. Hier komme ich aber nicht längs. Warte, müssen wir. Birgi, es tut mir leid. Ich will Nein, das nicht tun. Tu's nicht. Ich muss ein bisschen was von Birgi abbauen. Zack. Hallo, Birgi, bist du denn da? Ich habe schon vor dir. Ach, da gab's nehmen und ihm dann geben. Way to the side. Okay, Zombie, lass mich kurz vor. Ja, easy. Ich guck nur. Ich sichere nur den Raum. Okay, perfekt. Wo sind wir überhaupt? In welchem Körperteil? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Biologie auch nicht so aufgepasst. Ja, eigentlich wir sind über dem Magen. Aus, jetzt sind wir im Übermagen. Ne, vielleicht waren wir vielleicht eben auch einfach nur im Darm. Nee. Ach so. Das kann auch sein. Oh, vorsichtig. Warte mal, ich glaube, den snack ich mir. Im Darm hätte aber eigentlich nur bei sein dürfen. Zack. Sauber. Da kämpft er hier eigentlich gegen Loot. Ach man. Oh, ich hab auch ein Kohlenhydrat. Oh Gott. Was ist der denn da unten? Sind da tolle Sachen? Leute, vorrücken, ja, vorrücken. Ich komm. Hier sind ganz viele Viren. Oh Gott. Mega viele. Das sind ja richtig viele. Ballert rein. Oh Gott. Ich hab eine Granate reingeworfen. Sauber. Hä? Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Oh Gott, was ist jetzt passiert?
Oh oh, ich habe ein Standbild. Bergis Körper. Bergis Körper hat uns übernommen. Er kollabiert. Bergi! Bergis Körper? Bergis Körper scheidet uns aus. So Leute, einfach mal kurz ein bisschen Real Talk. Da ist der Server megamäßig abgerasselt und wir mussten jetzt ganz kurz so ein klitzekleines Backup aufspielen. Ich hoffe mal, dass die ganzen Viren da unten dem Ganzen jetzt nicht nochmal so zusetzen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, Leute, lasst uns raddern, lasst uns knattern. Freedom's... Ey, du hast mich angeschossen. Ich weiß es nicht. Warum machst du das, Paluten? Warum schießt ihn an? Das war laut Zombie. Okay, okay, Leute. Dann mal wieder runter hier. Und dann werden wir mal gucken. Okay, teilt euch irgendwie alle so ein bisschen... Oh Gott, die schießen aber ordentlich. Wieso schießt der eine auf uns? Immer nicht schön bewegen, ballern. Bewegen, ja, genau. Ich bleib so. Ich krieg aber hier dann halt immer so ein... Ich bin vergiftet. Ja. Die immer schön von mir weghalten. Schön von mir weghalten. Da gibt's welche, die schießen. Wunderbar. Server hält Stand. Perfekt. Dann lasst uns vorrücken. Ja, alle ist weg. Ah, nee. Da, ja, ich sehe gerade. Oh Gott. Ah. Ich will nicht schießen. Will nicht. Okay. Okay, perfekt. Weiter vorrücken. Haben schon weggeaimt, Alter. Zack. Danach. Oh, warte mal, die werden jetzt eigentlich perfekt, um die wegzusnipen. Zack, weiter nach vorne. Ist einer noch. Oh, warte, den gönn ich mir. Oh, da hat Manuel aber daneben geaimt, ne? Ja. Da hat man den Schuss, hat man den Schuss gehört, ey. Da geht die Statistik runter. Ja, die Stats gehen down, Manuel. Perfekt, Leute, ey. Zack, zack, jetzt mal schön hier weiter. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Körperteil wir da so genau sind. Können die Leute vielleicht mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was sie so denken, wo wir uns hier gerade befinden. Da ist ein Ohr. Guck hier, das ist ein Ohr, das ist gut. Ja. Du bist auch so ein Ohr. Das nee, aber zweite ich glaube eher nach Darm aus, oder? Das ist der Darm. Ja, aber wir gehen noch gerade nach oben. Da, wo wir gerade durchgegangen sind. Nee, genau. Ich glaube, das war der. Doch, das war der Darm und das ist jetzt der Magen oder so. Hä? Oh. Ja, aber da im Darm sind da nicht noch ganze Burger und so. Die sind ja dann schon verdaut im Darm. Ja, das ist ja nur noch Brei. Das ist hier bei Jump World? Was ist da unten? So. Wo sind wir hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich möchte hier, ey Leute, lasst uns konzentrieren. Nee, bloß nicht runterfallen, ey. Ja. Zack. Aber gut, ach, dass hier so ein paar Kotzebrocken in der Luft sind. Ich glaube, er ist einfach übelst verrotzt. Das glaube ich auch. Der ist einfach. Bergi ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Der ist ja auch keine 16 mehr. Vor allem mit den ganzen Viren. Das ist er wahrscheinlich ultra krank. Ja, definitiv, ey. Oh, da vorne. Der Alpha King, meine Damen und Herren. Illuminaten-Boss. Und der ist dann einfach in seinem Körper? Ja, scheinbar. Es sind ja Viren und Bakterien, die dort drin wohnen. Aber, meine Damen und Herren. Oh. Okay. Das werden wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Morgen um 14 Uhr geht es natürlich weiter, meine Damen und Herren. Lasst gerne eine kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei Zombie Maudado und German Let's Play vorbei. Und nochmal, wie immer, ein großes Dankeschön an die Pixelbeaster. Denn die haben nämlich dieses wunderbare, den wunderbaren Schlüssel hier gebaut. Ein fettes Dankeschön. Ich muss sagen, die Map gefällt mir echt richtig gut. Also, die Map haben sie gebaut, diese ganzen komischen... Ja, was ist los? Wenn ihr den Part nicht positiv bewertet, dann springe ich da runter. Ich hab dich schon zweimal geschubst, aber es geht nicht. Er ist einfach... Ja, manchmal backt der Knockback. So, Leute, jetzt ist aber Ende Gelände. Tschüss. Bis morgen 14 Uhr, Alter. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.